Schreckchen. Ja. Moin, moin. So, Steffen holt mich gerade ab. Jetzt haben wir noch ein Weißwurst-Frühstück. Lass mich kurz anstecken. Und jetzt machen wir uns langsam aber sicher auf in Richtung Italien. Genitalien. Weil da gibt es Plugfest. Und Plugfest heißt im Endeffekt nichts anderes als, dass Hersteller von Displays und Anbaugeräten mit Steuerungen, die per Isobus angeschlossen werden, die müssen untereinander getestet werden. Und damit man da nicht zu jedem Einzelnen hinfahren muss, treffen sich alle miteinander in Italien und einmal im Jahr in Amerika und einmal in Deutschland oder in Europa irgendwo im Herbst. Und da treffen sich einfach alle miteinander und stecken die in allen möglichen Kombinationen zusammen und gucken, was passiert. Und da machen wir auch mit. Deswegen fahren wir da jetzt hin. Wir sehen uns später. Schauen wir mal, dass wir die Strecke finden. Ciao. Also in Mittagspause ist. Ja. Werden die Raubtiere gefüttert, keiner mehr da. So, Tag 1 ist vorbei. Gefühlt war es mir ein ganz klein bisschen zu lange. Ist hinten raus jetzt echt anstrengend geworden und das Halsweh ist auch wirklich schlimmer geworden. Die Kombination aus draußen sofort schwitzen, weil es so schwül ist, und drin dann die eiskalte Klimaanlage, die ist nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Jetzt mache ich mich auf zurück ins Apartment. Dort werde ich mich ganz schnell umziehen, ein bisschen was Bequemeres anziehen. Und sobald das, sorry, da gehen wir schnell drüber. Und sobald das erledigt ist, marschiere ich wieder in den Supermarkt, werde ein bisschen Gemüse einkaufen und dann zaubere ich dem Steffen und mir nochmal irgendwas zu essen. Weiß jetzt aber noch nicht so richtig, was ich da machen soll. Aber die Inspiration kommt, wenn ich dann vor der Gemüsetheke stehe. Schauen wir mal, auf jeden Fall irgendwas mit Reis, weil Reis haben wir ja seit gestern genug. Und Nachspeise habe ich noch Äpfel, die ich in Südtirol noch gekauft habe, bevor wir hierher sind. Ja. Und dann am späteren Abend hoffe ich, dass ich vielleicht noch dazu kommen kann, den ersten Vlog hier bis jetzt zu schneiden und eventuell hochzuladen. Schauen wir mal, was LTE hergibt. Datenvolumen haben wir unbegrenzt, aber ob die Geschwindigkeit ausreicht, um so ein Full HD Video hochzuladen, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ja, Steffen holt noch schnell ein paar Flyer aus dem Auto. Gefrühstückt haben wir. Jetzt hoffe ich, schaue ich nicht allzu zerzaust aus. Ich gar nicht mehr geguckt habe, ob die Haare noch gemacht sind. Und dann starten wir los. Dann marschieren wir schnell rüber. Momentan ist wieder trocken und der Himmel ist blau. Hat über Nacht so ein bisschen abgeregnet. Von gestern her noch. Ich hoffe, dass heute nicht wieder so dampfig wird. Weil ich glaube, das ist ein Teil des Grundes, warum ich so ein bisschen krank geworden bin, einfach weil es draußen so dampfig und heiß ist und dann schwitze ich so schnell. Und wenn ich dann in den Testraum wieder reingehe, dann kommt wieder die kalte Klimaanlage und kühlt mich runter auf 17 Grad. Ich glaube, dass das ein Grund ist, warum ich jetzt so Halsprobleme habe. Thank you.
merkt fast nichts, dass wir in Italien sind. Draußen scheint die Sonne, es ist warm, ein bisschen arg dampfig, also Luftfeuchtigkeit ist relativ hoch. Aber man kriegt es kaum mit, weil da drin ist alles dunkel, nur künstliches Licht, kein einziges Fenster. Und die Klimaanlagen laufen ohne Ende, also es ist eiskalt drin. Ich merke auch schon im Hals ein bisschen, also in Kratzen kriege ich auf, ich werde nicht krank dabei. Ich werde jetzt dann mit der Kamera drin auch mal so ein klein bisschen filmen, aber ich habe vergessen, ich zitter mit der Kamera. Ich habe heute Morgen vergessen, dass ich die große mitnehme, die GH5. Jetzt habe ich bloß die kleine Nix dabei, was immer ein bisschen blöd ist, weil die eben so ein bisschen arg zittert und nicht so sonderlich glücklich bin mit der Lowlight-Performance. Da ist schnell ziemlich viel Kribbeln drin. Macht nichts. Sind noch mehr Tage, morgen vergesse ich es nicht und dann mache ich ein paar spektakulärere Aufnahmen. Heute nur so einen kleinen Einblick, dass ihr so seht, was wir da so treiben. Das Gute diesmal ist, ich habe relativ viel Zeit zum Programmieren. Ich habe nicht viele Testslots. Bis jetzt waren nur 3 von 7 Slots waren Leute da. Kommen wir zugute. So, Jan ist wieder total durchgeschwitzt. Hilft ja nichts. Das Wetter ist jetzt wieder total heiß geworden. Dampfig ohne Ende. Aber für mich ist das Testen für heute beendet. Und ich kann jetzt nach Hause mich nochmal duschen. Umziehen, dann nochmal schnell was einkaufen gehen. Heute Abend wird nicht gekocht, ist ja Plugfest-Dinner. Das heißt, jetzt haben wir es knapp 5 Uhr, glaube ich, 4:30. Und habe jetzt Zeit bis um 6:30. Das sind 2 Stunden, da kriegt man einiges gebacken. Oh, ich gehe hier auf der Einbahnstraße, die ist ziemlich eng. Ich gehe mal lieber auf dem Fahrrad hier drüber. Von den Temperaturen her, glaube ich, würde jeder Deutsche ganz gerne mit den Italienern hier tauschen. Das bestimmt. Aber die Luftfeuchtigkeit. Oh. Aber die Luftfeuchtigkeit, glaube ich, die wiederum will keiner haben. Also da ist mir ein schöner, trockener deutscher Herbst lieber. Als vom Frühjahr bis in den späten Herbst rein hier so dermaßen zu schwitzen. Halsweh ist übrigens nicht besser geworden, obwohl ich den ganzen Tag jetzt an verschiedensten Tees hin und her geschlürft habe. Heute auch zum ersten Mal festgestellt, dass man kennt ja diesen Kaffeerausch, den man oft hat, wenn man zu viel Kaffee getrunken hat. Den bekommt man offensichtlich auch, wenn man zu viel vom falschen Tee trinkt. Ich bin jetzt dann auf Früchtetee umgestiegen, weil das, was ich vorher hatte, das war so ein Zitronentee, also so ein gelber Zitronentee. Und der hat scheinbar auch Koffein. Jedenfalls war mittags rum, sondern mal so eine Zeit, wo ich so ganz fipprig geworden bin, wie die Franken so schön sagen. Und hat sich dann Gott sei Dank aber wieder gelegt. So, jetzt halte ich Mund, komme eh schon ganz außer Atem. So Leute, wieder daheim. Was? Stall war im Weg. Der Jan ist wieder zu Hause angekommen. Jetzt muss ich noch das Kabelgewirre aufräumen, weil für die ganzen Geräte zum Anschließen hatte ich natürlich auch entsprechend Kabel dabei. Und die habe ich jetzt für die Heimfahrt einfach nur in den Rucksack geschmissen. Die müssen jetzt alle wieder entwuddelt werden, sauber aufgeräumt und... ja, dann werde ich noch den Blonia-Vlog schneiden. Wird nur einer. Aber ich habe es im Laufe der letzten Tage gemerkt, an sich brauche ich auch nicht mehrere Vlogs daraus machen, weil man sieht da ja jeden Tag auch irgendwie das Gleiche. Es laufen ein paar Leute in Anzug rum und ein paar Nerds. 10.000 Geräte sind mit 20.000 Kabeln miteinander verbunden. Und was das für Geräte im Einzelnen sind, das seht ihr ja dann im Video auch nicht wirklich. Darum habe ich mir gedacht, verbleibe ich dabei, dass ich einfach nur... einen Vlog daraus mache, wo ich alles so ein bisschen zusammenschneide und entsprechend viele kleine Schnipsel mit reinbaue, wo ich jammer, wie krank ich bin. So eine richtige Männergrippe. Und ja, die hat sich ja jetzt leider durchgezogen bis jetzt, wo ich wieder zu Hause bin. Aber dank Medikamente habe ich wenigstens die Halsschmerzen gut in den Griff bekommen. Ja, gut. Wie gesagt, das werde ich jetzt noch machen. Ein bisschen aufräumen. Computer und allen drum und dran wieder herrichten, dann noch schnell das Video schneiden und hochladen. Und dann ist für mich heute auch absolut Ende und dann werde ich dieses Wochenende auch nicht mehr sonderlich viel machen. Bis auf, ich werde noch einen Besuch bei meiner Schwester vornehmen, weil hat ja ein bunten Kind ist da und ich will die Kleine natürlich auch mal kurz kuscheln. Euch wünsche ich noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns schon sehr bald wieder. Ciao.